Ich bin also voller Illusion reingegangen. Dass wir die absolut Guten sind, die ganz Guten, die unbestreitbar und die perfekt Guten. Und die Illusion war dort eben dann irgendwann nicht mehr da. Als ich dann gemerkt habe, was dort auch für Unfug getrieben wurde, teilweise. Also richtig sagenhafter Unfug. Zum Beispiel, dass man eben Papiere nochmal neu geschrieben hat. Dass ich also die ersten Monate ein Drittel meiner Dienstzeit damit verbracht habe, Handzettel neu zu formulieren, weil dort irgendwo in dem Regiment gerade der Geist rumging, wir müssen die Ausbildungsunterlagen erneuern. Zum Beispiel, dass ich eben ganz schnell nicht mehr richtig Zeit zum Essen hatte. Dass man also mitsaufen musste, damit man zu den Leuten dazugehörte. Ich konnte mich selber gut treten. Und das war auch ein Fehler. Ich habe dann später, oder alle anderen ringsrum haben dann eigentlich später erst gemerkt, dass ich mich gut treten kann, aber die anderen eben nie. In dem Moment, wo ich den Muschig oder den Ufz oder irgendjemanden treten musste, hat es bei mir aufgehört. Obwohl das eben zu meinem Dasein hätte gehören müssen. Also man hat ja eine Klaviatur von Möglichkeiten, wie man die Leute in Bewegung setzen kann. Aber ich habe dann immer die Extremfälle gesehen und die Extremfälle waren eben, dass der nie konnte, dass er sich hätte verletzen können, dass der gar nicht in der Lage war, das zu machen und trotzdem musste es sein. Also ich hätte knallhart sein müssen und genau an der Stelle bin ich gescheitert. Wir standen dort wirklich an so einem standardisierten Panzergraben, der eben gebaut wird, damit die Panzer nicht drüber rollen können, sondern vorher mit der Schnauze dort reinkippen und stehen bleiben. Und zur Ausbildung gehört, dass die Jungs da drüber hüpfen müssen. Unsere Jungs waren aber schon etwas ältere, schon fast 30-jährige Familienväter, meistens Vogtland, Erzgebirge. Und manche davon, die waren eben nie in der Lage, aus der kalten 2 bis 3 Meter von der Kante, von der Betonkante A nach der Betonkante B zu hüpfen. Und das haben die mir gesagt und die haben sich dort geweigert. Also als ich dann wirklich gemerkt habe, dass es körperlich und auch vom Kopf her gar nicht mehr geht, bin ich dort tatsächlich zu einer Audienz, sage ich jetzt mal, also ich habe einfach angeklopft oder habe Bescheid sagen lassen zu meinem Bataillonskommandeur und habe den gefragt, ob er mir die Verantwortung für meinen Panzerzug abnehmen kann. Und dann, siehe Stück, hat er mir gesagt, Sie sind ausgebildet, Sie haben uns viel Geld gekostet, Sie machen eine Befehlsverfolgung und kommen nach Schwedt, danach werden Sie entlassen oder Ihnen passiert was ganz Schlimmes und Sie wandern in eine Alukiste aus dem Tor. Die 2 Möglichkeiten gibt es offiziell. Das war's. Das war seine Ansage. Von Genosse zu Genosse. Punkt. Ich habe das getan, was jeder macht, der zwischen Hoffen und Bangen kein Schlupfloch mehr sieht in die wirkliche Welt. Ich habe dort versucht auszusteigen. Mit aller Macht. Ich hatte Glück. An mir sind Züge vorbeigerollt, aber immer auf dem Gleis, auf dem ich nie lag. Ich hatte mich unter Drogen gesetzt. Was weiß ich, wie ich das gemacht habe, weiß ich nicht mehr. Ein bisschen Alkohol war auch dabei. Und irgendwann kam dann eben kein Zug mehr und eine halbe Stunde später kam die Truppe. Er hat mich aufgesammelt und hier hinten in die kleine Zelle, die gab es damals noch im Bahnhof, im Hauptbahnhof. Und dort hat mich dann das Regiment abgeholt. Und dann hat wieder der Regimentskommandeur mit mir geredet und der konnte dann aber nicht mehr aus mir rausholen. Kein Ja. Es kam nur noch Schütteln, nein, ich will nicht mehr. Und die mussten das ernst nehmen. Die haben mich dann nach Bad Liebenwerda geschafft, haben mich dort mit irgendwelchen Leuten, vor denen man die Rasierklingen wegschließen musste, haben die mich dort eingesperrt eine Weile. Dann haben die mit mir geredet, die Psychologen, Psychiater, was weiß ich, was das für Leute waren. Und dann haben die irgendwann festgestellt, Leute, dann B-Punkt ist nicht mehr dienstfähig. Ansonsten ist das eine Armee, wie sie eigentlich noch nicht mal die allerschärfste auf dieser Welt ist. Also ich muss mal sagen, was man schon so in den Kinofilmen von der Ranger-Ausbildung oder von den Marines auf USA-Seite und was ich heute vom Alltag der russischen und damals sowjetischen Kollegen weiß, also Soldaten, Ufze, wie auch immer, also da war das ein Kinderspiel, unser Regiment. Und die haben sich nicht drum geschert, wenn da im Alltag mal jemand zu Tode getrampelt wurde. Das hat ihn nie gejuckt. Ein Mensch ist Material.